Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es gibt in Berlin so schöne und ausgefallene Hotels, dass man selbst als Berliner mal Lust bekommt, eine Nacht da zu verbringen. Und ein paar dieser Hotels, die wollen wir Ihnen heute vorstellen. Eins davon ist der Hüttenpalast. Was verbirgt sich hier hinter? Hütten und Palast. Ja, genau. Für uns war es, wie auch das Wort sagt, Friede in den Hütten, Krieg den Palästen. Für uns war es so ein Palast, dieses wunderschöne alte Industriegebäude, das wir hier gefunden haben, was auch ja, also eine Großzügigkeit, eine Architektur mitbringt, ganz viel Geschichte erzählt, dass wir gesagt haben, wir müssen das als Ganzes erhalten. Und was machen wir, um in diesen Palast kleine Schlafeinheiten reinzubringen und es als Palast zu lassen? Wir machen kleine Hütten rein und auch Wohnwagen, die jetzt als Schlafeinheiten dienen. Aber Wohnwagen in einem geschlossenen Haus, das ist ja schon eine sehr außergewöhnliche Idee. Ja, ich glaube auch fast, dass die keiner vor uns hatte. Also wie wir jetzt auch irgendwie Zulauf haben und die Leute begeistert sind und so überrascht sind, dann wirklich, dass das ganze Jahr im Warmen zwischen den Pflanzen mit Flipflops vorm Wohnwagen erleben zu können, ist es, glaube ich, schon auch was Besonderes, aber etwas, was sehr viele Menschen anspricht. Das heißt, ihr habt jetzt hier auf zwei Fabriketagen wie viele Wohnwagen? Also wir haben hier so wie ein kleines Dorf, um einen Platz, um den Baum in dem Zentrum angeordnet, 6 Hütten und Wohnwagen und das gleiche nochmal in der zweiten Halle. Dadurch ist es klein, familiär, man trifft seine Nachbarn morgens schon, wenn man sich von der Bar sein erstes Croissant holt oder seinen ersten Kaffee macht, ist es also ganz überschaubar und ja. Und es sind immer jeweils 2 Schlafplätze drin? Genau, es sind immer, außer im Schneewittchen, unserem kleinsten DDR-Oldtimer, den wir drüben in der zweiten Halle finden, sind es immer Doppelbetten, ja. Wo habt ihr denn die Wohnwagen her? Ja, als die Idee kam, fingen wir so an, uns überhaupt mal mit dem Thema Wohnwagen auseinanderzusetzen und dann auch zu sammeln. Und natürlich sind ja alles Oldtimer, viele auch nicht mehr fahrfähig, dann im Berliner Umland zu sammeln und zu suchen und haben dadurch auch, was ich wunderschön finde, ganz viele DDR-Oldtimer, der älteste, unser Heartbreaker aus den 50er Jahren, die dann auch gleichzeitig noch ganz viel Geschichte erzählen. Mhm. Und dazu gehört ja auch noch das Mobiliar. Also man sitzt dann hier draußen auch in alten 50er-Jahre-Sesseln oder so? Ja, geht so. 50er, 60er, 70er, 80er, alles ist so zusammengewachsen und zieht sich so durch die Jahrzehnte, aber erzählt halt ganz viel auch, genau. Jeder hat seine kleine Terrasse vorm Wohnwagen und passend dann eigentlich zum Wohnwagen-Interieur oder auch zum Jahrzehnt, aus dem der Wohnwagen kommt, seinen kleinen Aufenthaltsbereich. Dann kommt man quasi hier draußen in der Halle zusammen mit den anderen Gästen. Genau, so ist es. Also wir haben uns überlegt, anders als im Hostel, wir wollen für die Schlafsituation schon eine Intimität. Irgendwie man hat so seinen privaten, abschließbaren Raum, so wie so ein Kokon irgendwie, wo man sich auch ganz geschützt fühlen kann. Und darüber hinaus aber diesen großzügigen Raum, wo man dann auch den anderen Gästen begegnet, sich kennenlernt. Oft erleben wir hier Abendsituationen, sehen, da sitzen dann Leute aus aller Welt beisammen und trinken noch ein Glas Wein und lernen sich kennen. Und das war ein Gedanke, der uns auch gut gefallen hat, anders als im Hotel, wo jeder seine Tür zumacht und dann alleine ist und auch isoliert irgendwie, ist das hier dann doch eine gemeinschaftliche Situation. Bietet sich natürlich auch an für Feiern. Durchaus, also als Ort für Feiern auch sehr beliebt. Also wir haben hier schon von der Hochzeit über den großen runden Geburtstag eine kleine Filmpremiere. Also ist eigentlich schon ganz viel passiert hier und wird auch immer wieder gerne gemacht von Berlinern vor allen Dingen, die dann ja auch ja sowohl ihre Gäste von außerhalb können hier schlafen, als auch sie haben einen wunderschönen Raum zum Feiern. Und das ist natürlich toll, wenn man dann die ganze Halle für sich hat und egal, ob es jetzt die Barbecue-Party wird oder ein gesetztes, elegantes Dinner, seinen Traum hier verwirklicht. Kann. Also es kommen also auch tatsächlich die Berliner, weil ich ja eingangs schon sagte, hier bekommt man ja selbst als Berliner Lust, mal eine Nacht zu verbringen. Ansonsten, wie ist so die Mischung, der Anteil der Besucher? Also ich würde mal sagen, also es kommen durchaus Berliner, so wie dann auch zum Beispiel hochschwanger, die Freundin kann nicht mehr wegfahren und wird überrascht von ihrem Partner, komm noch mal eine Nacht wie im Urlaub irgendwie, lass uns noch mal wenigstens um die Ecke von unserem Krankenhaus, falls das Kind doch kommen will, eine Nacht irgendwie Campingurlaub spielen, eigentlich in unserer Heimatstadt. Aber es sind also aus ganz Deutschland Gäste, würde ich sagen, vielleicht 50% und die anderen aus aller Welt tatsächlich.
Also hier kann man so ein bisschen Camping üben, ja, im trockenen Zustand. Ja, für manche ist das auf jeden Fall der Aspekt, irgendwie zu sagen, ah, das ist super, das ist sicher, es ist trocken, man hat keine klimatischen Probleme, es bricht nicht plötzlich ein Gewitter über einen hinein und man hat einen trockenen, warmen Weg zu den Bädern und Toiletten und so kann das mal ganz sicher ausprobieren. Und dann gibt es aber auch den anderen Aspekt, erfahrene Camper zum Beispiel auch, ältere Leute, wir haben hier Leute, die haben ihren goldenen Hochzeitstag gefeiert und gefeiert, wie sie vor 40, 50 Jahren mit dem Wohnwagen ihre Hochzeit, ihre Flitterwochen gemacht haben tatsächlich. Und die würden nie wieder diese ganzen Umstände von Campen draußen und mit dem Fahrzeug und allem, das würden sie nie wieder auf sich nehmen. Aber hier im geschützten Raum und wir haben natürlich überall super komfortable Betten neu eingebaut in die Wohnwagen. Man schläft also nicht auf Hückeln, wie man das vielleicht von den verschiedenen Polstern beim Campen kennt, sondern man hat ein sehr komfortables Bett und es dann nochmal erleben zu können. Und die Duschen und WCs sind hier gleich um die Ecke? Genau, man läuft einmal gerade darüber, geschlechtergetrennte Bäder, die haben wir natürlich dann auch wirklich so schön gemacht, wie man das im Hotel erwartet. Das ist alles irgendwie elegant und neu und natürlich sauber. Und es sind nicht nur Wohnwagen hier, sondern auch so ein kleiner Bungalow oder eine Hütte. Ja, genau. Also wir dachten, wir spielen ein bisschen mit dem Raum und auch mit der Raumhöhe, wie man hier zum Beispiel beim alten Palast sieht. Auch diese Aspektelemente von der Fabrik, Elemente, die wir hier gefunden haben, als wir hier in diesem Gebäude ankamen, nochmal aufleben zu lassen. Ja, wie das hier drüben, ne? Ja, unser alter Palast zum Beispiel. Also hier war vor über 100 Jahren schon eine Möbelmanufaktur drin und das war wirklich die Wandverkleidung, die Vertäfelung vom Empfangszimmer. Man findet die alte Schiebetür zum Produktionsraum und also da ist, das war uns auch ganz wichtig zu sagen, so, der Raum kann wirklich seine Geschichte ein bisschen miterzählen. Was ist da oben noch? Ja, wir haben natürlich eine tolle palastähnliche Höhe hier und da haben wir uns gedacht, dann kann man einfach auf dem alten Palast auch oben drauf schlafen. Das machen natürlich oft die Kinder sehr gerne, können dann durch die Vorhänge runterlugen, während die Eltern sicher unten im alten Palast schlafen, haben die oben drauf ihre Betten. Hier gleich links von mir die Berghütte. Ja, Berg- und Talhütte. Also unser erster Gast aus der Schweiz war schon da, als die Hütten noch gar keine Namen hatten und sagte, na für ihn ist das ganz klar. Also das muss eine Berg- und eine Talhütte sein für ihn als Schweizer und so bekamen die ihre Namen. Da haben wir zum Beispiel mit einem jungen Berliner Unternehmen zusammengearbeitet, die Wohnfühlzeit, die sich ganz auf ökologisches Bauen spezialisiert haben. Also gesagt, die arbeiten nur mit nachwachsenden Rohstoffen, mit ökologisch abbaubaren Dämmstoffen mit Kalkfarben und so weiter und haben damit mal als Kontrast jetzt zu unseren Oldtimern, aber auch um dieses Thema ja, Nachhaltigkeit, Recycling und so weiter einfach als rundes Thema mit aufzugreifen, sind unsere neuen Hütten so entstanden. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was kostet denn eine Nacht in einem Wohnwagen? Also das geht so ab 65 Euro für zwei Personen los. Kommt immer darauf an, wo sind wir auch in der Saison und das kann man aber gut auf... Aber Campingsaison ist ja hier quasi immer, oder? Genau, natürlich. Aber wie wir alle wissen, im Sommer ist Berlin besonders schön und attraktiv und zieht natürlich auch besonders viele Besucher an. Dann wird es sowohl in der Stadt als auch hier im Hotel natürlich voller. So. Ja, aber hier geht Camping tatsächlich das ganze Jahr. Und im Palast? Im Palast? Was kostet da die Nacht? Ist wirklich gleich. Also die Preise sind für jeden Wohnwagen, jede Hütte gleich. Und dann suchen sich die Menschen, die hier buchen, meistens natürlich auch ihren speziellen Lieblingen aus und fragen dann schon ganz gezielt, ah, ist denn der Heartbreaker heute Nacht frei? Oder ach, wir sind zu viert, können wir den alten Palast haben? Was sind denn das eigentlich für Leute, die sich hier bei euch einmieten? Also da sind wir selber immer wieder total überrascht, wie unterschiedlich die Leute sind, vom Alter, von wo sie herkommen, was sie eigentlich wollen und so. Dadurch, dass dieser Ort so viele verschiedene Sachen anspricht, für den einen ist es eine Erinnerung, der andere traut sich nicht zu campen und probiert es aus, der nächste ist ganz kunstaffin und sucht so dieses Design, Kunst, alte Möbel und so und das spricht ihn am meisten an. Dadurch ist es ganz gemischt. Ja. Also den Hausrat aus der Kindheit.
Kindheit, den kann man hier wiederfinden. An vielen Punkten, ja, entdeckt man solche Sachen. Aber alle zusammen, würde ich sagen, suchen einfach dieses Persönliche, dieses nicht steril, anonym und abgeschnitten von dem, was die Stadt eigentlich an Lebendigkeit ausstrahlt, in einem Standard-Hotelzimmer zu sein, sondern eigentlich die Übernachtung auch als Erlebnis, als Teil des Aufenthaltes zu haben.